Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe mich dazu entschieden, George, das ist George, umziehen zu lassen. George wollte mein Ideenjournal werden. Ich habe ein schönes Journal gehabt, da habe ich allerdings nur zwei Signaturen reinbekommen. So, was tun, wenn es brennt, ne? Ich habe dieses große Cover, was ich eigentlich für die Signaturen meiner Junk Journal Crew nutzen wollte. Wir passen im Leben nicht rein. So, George soll jetzt hier einziehen. Ha, zack. Ja, fertig ist der Lack. Nee, nicht ganz. So, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne, es lohnt sich. Und ich erzähle euch jetzt mal kurz, was ich so vorhab. Und zwar das hier. Das hier wird der neue George. Da möchte ich alle Ideen reinbringen, die mir so vor die Füße laufen. Möchte ja einfach ein Blanko-Journal machen mit 7 Signaturen, die ich mir hier schon vorbereitet habe. Also die haben wir erstmal zusammengelegt. Die haben noch so noch nicht ganz gut geordnet und so. Das kommt alles noch. Easy peasy. Ich möchte jetzt erstmal das Cover vorbereiten, weil das wird ein bisschen Zeit brauchen. So, also im Zentrum soll dieses Bild stehen. Ich habe einiges an Strukturelementen, die ich so drumherum drapieren wollen würde, tüdelü, tüdelü. Das ist alles nur im Kurzdurchlauf, weil ich werde es nämlich gleich aufkleben und weiß grundieren, das ganze Cover. Da wollte ich euch jetzt nicht unbedingt mitnehmen, das ist ein bisschen langweilig. Deswegen wollte ich euch einmal nur eine Idee davon geben, was jetzt folgt, im ersten kleinen Teil des Videos. So, der Innenteil wird dann so werden, ich möchte gerne diese schöne Rundung hier erhalten. Ihr seht es ja, ne? Schöne Buchrundung. Das wird dann so passieren, dass, ihr seht, ich habe schon vorgezeichnet, wo die Signaturen eingenäht werden. So wird das dann hier reingebracht. Zack. So, das heißt nämlich, meine Rundung bleibt erhalten, die Signaturen nähe ich da drauf. Oben unten stehen ein paar Fransen raus, was ich total schön finde. Das werde ich nämlich auch mit vorbereiten. Der Rücken an sich, der schöne Runde, bekommt hier noch schöne Streifen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie, sag ich mal, gleichmäßig mache, so dass ich diese Beinbänder habe, oder ob ich da, ja, ob ich sie quasi so zusammenrücke, das überlege ich mir noch. Ja, ich weiß, ich muss mir das schnell überlegen, bevor ich das ganze Ding anklebe und weiß mache. Aber ich, ja, wie gesagt, das werde ich mir überlegen, wenn ihr nicht hier auf heißen Kohlen sitzt und wartet, was passiert. Was wird hier noch passieren? Also erstmal werde ich diese Elemente grundsätzlich aufkleben. Dann werde ich das ganze Cover mit Gesso weiß machen. Und erstmal trocknen lassen. Das ist der Part, der noch ziemlich langweilig ist. Also ich werde euch dann wieder dazu holen, wenn das Gesso getrocknet ist. So, und danach geht's weiter. Lasst euch einfach überraschen. Ich mache jetzt hier mit dem Video die Pause, mache hier die ganzen Zwischenarbeiten. Ich denke mal, dass ich morgen den zweiten Teil des Videos drehe, wenn hier mein Gesso trocken ist. Abgesehen davon warte ich noch auf ein Papier, was ich ganz dringend hierfür brauche. Ja, dann lasst euch mal überraschen. Da bin ich wieder mit einer Zwischeninfo. So, wie angekündigt, ich habe mein Buch geweißt. Ja, der Rücken ist immer noch rund und schön erhalten. Ihr seht, das ist in der Zwischenzeit passiert. Dann habe ich dem lieben George ein Namensschild verpasst. Ich überlege auch, dass ich das noch anklebe, weil das ist so ein bisschen hüpfig hier drin. So, George wird dann hier in diesem Bereich liegen, wohnen, wie auch immer. Ich habe mir eben noch ein Seil rausgesucht, weil ich glaube nämlich, dass ich dem George da noch eine Kante verpassen werde. Also es soll wirklich so ein bisschen ein Grungy-Ideenbuch werden. Ich glaube auch, ich hoffe, dass ich hier so quasi hier lang komme, weil er liegt schon ziemlich gut in diesem Rahmen. Genauso kann ich dieses Seil dann auch zum Schließen nehmen. Und eine Schließe habe ich mir gesucht. Und zwar soll sie hier auf den Buchrücken. Ich muss sie natürlich installieren, bevor ich den Seitenteil einklebe.
So, für den Seitenteil habe ich hier schon mal vorbereitet den Leinenstoff aufgeklebt auf den Rücken. Nun bin ich wirklich hart am Überlegen, ob ich nicht eine Gummibindung doch mache, damit ich die Signaturen rausnehmen kann, wenn ich Ideen umsetze. Ich bin echt am Überlegen. Also eigentlich mag ich das nicht so gerne, weil ich einfach finde, dass ein eingebundenes Buch, also wirklich ein eingenähtes Buch, viel, viel schöner ist als eine Gummibindung. Ja, weil ich mag das nicht, wenn das da so rumfluppt oder irgendwie was. Also selbst wenn man das ordentlich festmacht, ist das nicht so meins. Aber es ist ein Ideenjournal. Ja, und das kann gut sein, dass man dann einfach mal sagt, hier, ich möchte gern irgendwie eine Signatur mal rausnehmen, mal öffnen und irgendwo was nähen. Das geht nicht mehr, wenn das ins Buch eingebunden ist. Das kriege ich nicht mehr hin. Deswegen bin ich jetzt hier wirklich hart am Überlegen und ich glaube, ich werde meine Junk Journal Crew dann nochmal zur Rate ziehen. Nochmal eine kleine Umfrage starten, weil ich wirklich jetzt hier mit mir am Hadern bin. Normalerweise habe ich keine Entscheidungsschwierigkeiten. So, also das ist dazwischen passiert. Ich habe auf jeden Fall das schon mal fertig gemacht. Das brauche ich so oder so. Egal, ob ich eine Gummibindung nehme oder nicht. So, dann habe ich mir noch vorbereitet die Rückseite. If at first an idea isn't absurd, there is no hope for it. Und das soll dann hier quasi quer drauf, weil so rum ist das sehr, sehr knapp. Das muss nicht gerade sein. Schief ist Englisch, Englisch ist modern, George ist Englisch. So. Also dementsprechend werde ich das da so drauf beamen. Und als Hintergrund werde ich, ja, ich habe es getan. Ich habe eine schwedische Bibel von 1800, schieß mich tot, auseinandergenommen. So, und diese schwedische Bibel, oder diese schwedische Bibelseite, wird dann hinter diesem Bereich ein bisschen noch rausschimmern. Also man wird natürlich nicht viel lesen können, abgesehen davon, dass keiner von euch Schwedisch und dann noch altdeutsche Schrift lesen kann, wahrscheinlich. Selbst wenn, ist nicht schlimm. Finde ich einfach diese Schrift wunderschön und dieses Papier ist ein Traum. Also ich weiß nicht, ob ihr es über die Kamera hören könnt. Es ist auf jeden Fall wunderbar, wunderschön anzufassen. Es ist echt stabil, also für Papier von 1800 ist es wirklich stabil. So, hier, das werde ich ausreißen, hier draufkleben, dann werde ich hier nochmal drumherum reißen. Und das, wenn die Ecken ein bisschen oder die Kanten distressen. Hier habe ich Krakelierpaste genommen für die Schrift. Das war ziemlich tricky, weil die ziemlich fest ist. Und dann musste ich wirklich gut mit dem Spachtel arbeiten und andrücken, dass das wirklich klebt. Und danach bin ich mit Mod Podge Antique Matt drüber gegangen. Ich hätte jetzt Hardcover nehmen wollen, aber das ist ein bisschen glänzig. Ich wollte es wirklich matt haben. Ja, und das werde ich gleich mal versuchen, ob ich das ausreißen kann. Das wird der nächste Schritt sein. So, was mache ich mit dem Cover? Da muss ich immer kurz aufstehen. Ich habe jetzt das ganze Cover von dem Buch weiß gemacht, damit, George, du musst mal gehen und ich schließe auch, damit, wenn ich dieses Seidenpapier hier nehme, ist noch doppelt, wenn ich Seidenpapier hier nehme, das werde ich schön knüllen und werde die matte Seite nach oben packen. Ich glaube, das ist die glänzige. Ja, das ist die mattere. So, wenn ich die geknüllt habe und hier drauf lege, wenn man, sag ich mal, wenn ich das nicht weiß gemacht hätte, würde man sehr viel durchsehen. Hier sieht man nur so ein ganz bisschen das S schimmern, obwohl ich das dreimal mit Gesso bearbeitet habe. Aber wenn das hier gecrackelt ist, gekrinkelt ist, dann wird das nicht mehr passieren. Ich hoffe, dass ich diese Ornamente hier mit einem Pinsel so richtig rausarbeiten kann. Aber das werdet ihr gleich sehen, ob es funktioniert hat. Wenn nicht, dann habe ich ein Buch mit leichten Erhebungen und keinen Ornamenten. Naja, es ist ein Ideenbuch, ne? Genau, das ist mein Plan. So, jetzt bin ich noch am Überlegen, was ich hier mit dem Rücken mache. Also hier wird ja in der Mitte die Schließe drauf sein. Möglicherweise werde ich ein Stückchen von der Bibelschrift nehmen und hier in der Mitte drauf packen, wo ich die Schließe hinmache.
Und oben und unten nichts. Oder mir fällt noch irgendwas richtig Tolles ein. Aber es muss ja auch nicht alles vollgeklatscht sein, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Also man muss jetzt auch nicht unbedingt den kompletten Rücken irgendwie mit irgendwas vollballern. Das ist ja überhaupt nicht mein Plan. Ich würde halt wirklich, wie gesagt, in der Mitte, da wo der Verschluss dann ist hier, da würde ich wohl noch irgendwie einen Akzent setzen wollen. So muss ich den ja setzen. Genau. Und da werde ich auch noch ein paar Plättchen, glaube ich, hintersetzen, dass das hier wirklich den Buchdeckel nicht so oder Buchrücken nicht so stresst. So ist erstmal meine Überlegung bislang. Dieses gekrackelte, gekrinkelte Papier, ist nicht gekrackelt, ist gekrinkelt, werde ich hier rüberziehen. Und das wird ungefähr bis hier so gehen. Also ich werde hier, sag ich mal, den Rücken nur so ein bisschen überdecken, die Ränder überdecken, weil hier nämlich noch ein anderes Papier hin soll. Da habe ich ein schönes Reißpapier bestellt. Wenn es gut läuft, kommt es heute an. Wenn es schlecht läuft, kommt es morgen an. Ist auch nicht so schlimm. So, und dann werde ich nämlich das gekrinkelte Papier hier mit reinziehen, dass es auf jeden Fall hier um die Kanten läuft. Hier oben auch um die Kante läuft. Und dann, ich muss mal kurz niesen, Sekunde. Entschuldigung, ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Ich arbeite noch dran. Damit es hier so rumläuft. Und auf die Innenseite, ich habe in irgendeinem Happy Mail dieses schöne Geschenkpapier bekommen. Ich bin total verliebt. Jedenfalls soll das hier meine Innenseiten becovern. Habe ich mir jetzt überlegt. Ich finde es einfach wunderschön. Ich könnte jeden Teil davon ausschneiden. Ich bin, ja, verliebt. So. Naja, auf jeden Fall soll das dann hier innen rüber. Und dann kommt natürlich das da eingeklebte Buchkram. Nennen wir es mal so. Also wirklich der eingeklebte Rücken. Natürlich muss ich vorher hier die Schließe anbringen. Sonst wird das nichts. Ja, ich werde euch jetzt erstmal nicht mitnehmen an der Stelle. Ich überlege gerade noch, ob ich euch vielleicht einfach ein schnelles Video einblende, wenn ich hier am Wuseln bin. Oder ob ich euch einfach das Fertige zeige. Ich glaube, ich zeige euch mal das Fertige, weil diese ganzen Arbeitsschritte, die habt ihr von mir schon so oft gesehen und mitgehört oder wenigstens mit Musik mitverfolgen können. Das erspare ich euch jetzt mal. Ihr seht mich gleich im nächsten kurzen Videoabschnitt, wenn ich den nächsten Schritt geschafft habe, werde ich erklären, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist auch mal erfrischend, wenn man das so macht. So, dann für euch sind Sekunden, für mich vermutlich Stunden. Bis gleich. So, nächstes Intermezzo. Ich habe mir meine Innenseiten zugeschnitten. Ich habe mir das hier zurechtgerissen und distressed. Und das werde ich jetzt hier gleich, ja, brauchbar irgendwie auf die Schrift packen, sodass ich noch ein bisschen Schrift drumherum ausreißen kann. Das wird der nächste Streich werden. So, ansonsten kann ich euch zeigen, ich habe das komplette Cover mit, ja, dem Seidenpapier eingeschlagen. Ich sehe gerade, ich habe hier noch so ein bisschen, könnte noch ein bisschen sauberer arbeiten. Dafür gibt es ja Fingernägel, ne? Was die Kanten angeht, auf jeden Fall. So, nächster Streich wird hier an der Stelle werden. Ich werde mir Gilding Wax schnappen und dann diese ganzen Crinkles hier mit Gilding Wax ein bisschen hervorheben. So, hier sieht man auch, die Ornamente sind so mal geblieben. Also ich bin immer mit so einem Pinsel darüber und habe mit kreisenden Bewegungen und ja, ein bisschen drücken und ziehen und ja, sie diese Ornamente einfach weiter rausgearbeitet, dass man sie dann auch durch das Seidenpapier sieht. So, hier und da habe ich noch einen Fussel drauf, das wird sich dann auch ändern. Genau, also ich werde jetzt gleich zu dem Gilding Wax übergehen. Danach darf das Schatzi ein bisschen trocknen und das Gilding Wax wird natürlich auch die Ornamente ein bisschen mehr hervorheben. Und das darf das Schatzi trocknen.
Und ja, ich hole euch dazu, wenn es darum geht, das Cover weiter zu gestalten. Ich denke mal, der nächste Part wird werden, den Verschluss zu setzen und ja, den George vorne drauf zu kleben. Ne? Das wird auch der nächste Teil werden. Danach, ganz zum Schluss, kommt dann die Versiegelung dran, aber das ist noch ein bisschen ein paar Arbeitsschritte hin. Also, hier geht's gleich weiter. So, die nächste Zwischenepisode. Ich habe ein bisschen Gilding Wax verteilt und zwar habe ich mich hier für das Metallic Graphit entschieden. Ihr seht, es schimmert und glittert und überhaupt. Hier habe ich nicht so viel drauf gemacht, weil einfach da noch ein bisschen Decoupage drauf kommt. Ja, George wird hier wohnen. Und dann habe ich mir nämlich hier noch was zurechtgelegt. Also ich werde diese Schrift hier so draufsetzen. Ihr seht, ich habe auch schon den Hintergrund der Schrift gemacht. Und jetzt wollte ich einfach die, sag mal, Schräge der Schrift von meinem Hintergrund hier, also von dem Drumherum hier wieder aufnehmen. Das heißt, das werde ich hier so aufkleben. So, dann werde ich mir hier meine Mitte durchpieksen für den Verschluss. Hinten dieses Plättchen hintersetzen. George haut hier ab, also der Name auf jeden Fall. Den sollte ich auch mal festsetzen, weil ich finde den schön so, dass George hier bleibt, wie George sein soll. Genau. Also George werde ich erstmal gleich beiseite legen, das draufkleben. Das muss warten, bis ich mein Decoupagepapier habe. Und dann werde ich die Innenseite, die ich auch soweit fertig habe, also immerhin mal so fertig, wie es mal die vorbereitete Innenseite sein kann, werde ich gleich mit dem Mod Podge Antique Matt nochmal überstreichen. Hier komplett alles. Und dann, ja, werde ich hier zusehen, dass ich das geklebt bekomme. So, hier kommt der nächste Zwischenstand. Wir haben jetzt einen George, der auch George heißt. Das Schildchen ist festgeklebt. Wir haben einen Verschluss, der in der Mitte des Rückens ist, mit dem alten Papier. So, der George ist auch aufgeklebt, der ist auch versiegelt. Alles drumherum ist versiegelt. Wir haben die Rückseite, die hier, der Ausschnitt ist noch nicht versiegelt, weil ich da noch auf das Reißpapier warte, was ich bestellt habe. Was da sehr schön hinpasst. Vorbereitet ist das Schild, das dann hier übers Reißpapier kommt. Und ich denke mal, dass ich dann noch das eine oder andere Zahnrad mit unterbringe. Und ich denke auch, dass ich das noch ein zweites Mal versiegeln werde. Weil George ziemlich viel Arbeit haben wird, würde ich mal vermuten. So, hier drin habe ich, ja, sag ich mal, den Buchteil eingebunden. Hier alles schön eingeklebt. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Hier sieht ganz gut aus. Ja, und die sieben Signaturen wohnen jetzt schon hier im George. Sind hier fest mit einem Gummiband. Zack. Und selbst einzeln noch genäht. Und ich kann jetzt hier bei jeder Signatur könnte ich jetzt hier eine andere Sache in die Mitte packen. Ne, also ich will jetzt natürlich nicht alle gleich dekorieren, sondern unterschiedlich. Weil es ja ein Ideenbuch ist, nicht? Haben wir ja schon geklärt. So weit, so gut. Was kommt als nächstes? Reißpapier auf den Rücken. Schild aufs Reißpapier. Und vermutlich die Zahnräder, die ich mir noch so überlegt hatte. Da hole ich euch dann wieder mit dazu. Eine weitere Überlegung in der ganzen Geschichte ist, ob ich hier sag mal, an diese groben Seilenden, also ich mag dieses grobe Jute-Seil gerne, ob ich an die groben Seilenden noch irgendwie Perlen oder irgendwas mache, oder ob ich es jetzt einfach dabei belasse, da in den Knoten reinzutüdeln und dann hier so, kann man auf dem Buchrücken dann zwei, dreimal rumdrehen, zack, Buch zu. George wird natürlich nicht so dünn bleiben. Ne? Also noch haben wir hier keinen Krokodilmord. Nein, noch nicht.
Allerdings, wenn ich diese 7 Signaturen mit Ideen pickepacke voll mache, wird natürlich ein bisschen dauern. Ich denke mal, dass George sich dann ziemlich schnell ziemlich ordentlich füllt. So, was ich noch schön finde, ist, dass hier, sag mal, diese Rundung des Buchrückens erhalten geblieben ist. Nicht ganz so ausgeprägt, wie es beim ursprünglichen Buch war, aber völlig fein und völlig in Ordnung. Und es ist super stabil. Ja, so viel Zwischenstand. Ich hole euch wieder dazu, wenn der nächste Schritt fällig gewesen ist. Hallo, hallo, willkommen zum nächsten Zwischenschritt. Ja, wie ihr seht, mein Dekoupagepapier ist angekommen und schon aufgeklebt. Und nun ist mir eine neue Idee gekommen. Und zwar für innen. Also das hier wird innen eine kleine Tasche, weil ich nämlich noch ein zusätzliches Mini-Journal gemacht habe aus Resten. So ein mini kleines Notizheftlein. Auch mit anderem Gelding Wax bearbeitet. Also das ist jetzt hier nicht das Graphit, sondern Bronze. Silz, ne? Und jedenfalls würde ich das gerne innen in das Journal noch reinstecken und fixieren. Und da ist meine Idee, dass ich innen so einen Corner-Tag mache und hier eine Strippe noch drüber setze mit Magnet. Das heißt, hier hinter wird ein Magnet gesetzt. So, warum lege ich das alles draußen aufs Cover? Einmal, weil ich diese Ecken hier benutzen möchte. Bin ich noch drin im Bild? Ja, ein bisschen. So, also ich möchte gerne diese Ecken benutzen. Und ich möchte diese, ja, diesen Spitzenstreifen mit diesen Schraubnieten hier verbinden. Das heißt, ich habe mir jetzt hier außen angezeichnet, tak, 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 wo die Löcher rein müssen, damit hier diese Schrauben durchkommen. Hier oben ebenfalls, damit ich einfach diesen Flap mit Magneten hier hinbekomme. So, ihr seht schon nebenan, ich habe mir ein paar Steampunk-Zahnräder rausgesucht, um das Ganze steampunkig zu gestalten. Ich habe hier, das habt ihr ja schon gesehen, ne? Habe ich nochmal versiegelt. Ich habe auch noch ein bisschen Cheesecloth, was hier noch mit reinkommen wird oder draufkommen wird. Ja, und dann werde ich das Ganze mit Zahnrädern noch dekorieren. Ja, ich habe das ganze Herzchen hier nochmal versiegelt, damit ich das wirklich schützen kann, weil das wird rumgetragen, es wird durch die Gegend organisiert und bearbeitet werden. Na, ich werde es zum Beispiel auch zur Junk Journal Convention mitnehmen. Jetzt klingelt mein Telefon, das muss ich mal eben hier ablehnen. Liebe Sonja, ich rufe dich zurück. Genau, zur Convention werde ich das Journal auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, habe mir halt diese Ecken und alles hier schon rausgesucht. Und das werde ich natürlich auch sehr festmachen müssen, dass sie mir nicht beim durch die Gegend organisieren, tragen, irgendwie wieder abfallen. So, dazu habe ich meiner Verschlussstrippe noch ja, zwei jo, Charms dazu organisiert. Die werde ich dann hier mit, ja, wahrscheinlich Stopfgarn oder was, so umwickeln, dass das hier so richtig, richtig ein schöner Verschluss wird. Das werde ich auch in der Zwischenzeit tun. Das habe ich mir schon mal alles vorbereitet. Genau so, und das ist jetzt erstmal hier der Zwischenstand. Hier seht ihr noch so ein bisschen, dass ein paar Linien und sowas noch gerne trocknen möchten. Die sind ein bisschen feucht. Und beim nächsten Mal werdet ihr dann vermutlich das fertige Journal be präsentiert bekommen. Ist ja denn, mir fallen wieder nur Sachen ein, dann könnte das auch sein, dass das einfach nochmal in eine weitere Runde geht. So, bis gleich. Yippie, George ist fertig. Natürlich nur so fertig, wie ein Ideenjournal am Anfang seines Ideenlebens sein kann. Da möchte ich euch doch gerne jetzt in dem letzten Stückchen dieses Videos den George mal vorstellen. So, also den Verschluss, ne? Habe ich hier mit der Halterung gemacht, die habt ihr ja mitbekommen. Und das Ende dieser Halterung, jetzt habe ich mir ein bisschen Fädchen abgezogen, sind eine Uhr und ein Schlüssel. Und ich finde einfach, das passt symbolisch zu einem Ideenjournal wunderbar. So, jetzt habe ich das ja einfach nur so ein bisschen rumgetüdelt. Und es hat genug Platz, also die Strippen sind lang genug,
dass dieses Ideenjournal auf seine volle Größe anwachsen darf. So, also hier haben wir den George mit diesem ganzen Relief und den Buchecken. Der Buchrücken mit seinem Band. Und ich habe es alles doppelt versiegelt. Also ich habe doppelt den Antik Matt Mod Podge draufgepackt. Und ja, hier fetzen immer so ein paar Fetzen ab. Das darf ruhig so sein. If at first an idea is an absurd, there is no hope for it. Bester Spruch, finde ich, für ein Ideenjournal. Auch hier hinten Decoupage und hier die Schrauben. Die werdet ihr gleich innen nochmal wieder treffen von der anderen Seite. So, auch hier so ein bisschen Relief und ja, die schönen Buchecken und ich habe das Metall draufgebracht. Ja, ich habe sehr viel Kleber benutzt. Das soll ja ein bisschen was aushalten, weil dieses Ideenjournal wird natürlich mitgenommen. Ja, unter anderem zur Junk Journal Convention von Funkelkram. Da werde ich es mitnehmen. Und da wird George schon zum Einsatz kommen. Ich dachte mir, oh, nimmst du ein Themenjournal mit oder machst du irgendwie eine Ideensammlung? Ja, was trifft sich besser, als ein Ideenjournal mitzunehmen und vielleicht auch von den anderen, die man so trifft, Ideen einzusammeln und hier direkt umzusetzen? Dementsprechend werde ich jetzt kein ganzes Flip-Through drehen oder jetzt hier noch anschließen. Ihr habt schon gesehen, die Signaturen sind ziemlich blanko, ne, weil da Ideen einziehen dürfen. Ganz viele. So, wenn man sich das ganze Herzchen mal anguckt, noch sieht es so aus. Aber ich wette, wenn die Ideen alle da drin sind, ich hoffe, dass es niemals voll wird, was ich immer noch eine Seite finde, um noch eine Idee reinzuquetschen, dann wird das vermutlich so aussehen. Könnte ich mir vorstellen. Genau. So, jetzt ein kleines Highlight der letzten Seite. Mir ist nämlich noch eingefallen, auch ein bisschen spitze und hier hinten eine lustige Tasche wäre auch ganz nett. Ich hatte noch Papiere übrig und habe dann, ja, ich weiß nicht, ich finde, das sieht aus wie ein James. Oh mein Gott, also ein kleines Büchlein, ein kleines Journalchen gemacht im ähnlichen Stil. Oder, ja, doch der Stil, der ist wirklich, das ist sehr passend zu George. So, und dann habe ich einfach hier Restpapiere in einer einzelnen kleinen Signatur und wild durcheinander verarbeitet. Schwupps. So, das ist mein kleiner, süßer James an der Stelle. Der passt in diese Stofftasche. Und da diese Tasche doch ein bisschen fipsig war für das ganze Buch, habe ich mir doch direkt hier nochmal eine Halterung mit, ihr hört es, Klack, Magnet ausgedacht. So, hier sind die Rückseiten der Schrauben. Die sitzen alle noch locker drin. Ich habe erst überlegt, ob ich sie einklebe. Aber warum? Sollen die sich doch ein bisschen bewegen? Na, Hauptsache, sie sind fest genug. Ich werde sie alle nochmal mit dem Schraubenzieher nachziehen, bevor ich losgehe. Ich hoffe, Hauptsache, sind alle fest genug, dass sie da wohnen bleiben, wo sie sind. Ja, nun habe ich euch quasi im Blitzlicht oder mit vielen Blitzlichtern mitgenommen auf die Reise von meinem neuen Ideenjournal George. Ich bin sehr froh, dass ich von der alten Idee und von dem alten Buch abgewichen bin, weil ich da einfach nur zwei Signaturen drin hatte. Und irgendwie hat mein Bauchgefühl mich davon abgehalten, daran weiterzuarbeiten. Jetzt weiß ich warum. George wollte in dieses Buch, in dieses Cover einziehen. Und ja, sieben Signaturen sprechen für sich. Da ist jede Menge Musik drin und da sind jede Menge Ideen, die man hier unterbringen kann. Ich habe auch ganz viele im Kopf. Das heißt, ihr werdet immer mal wieder George-Sequenzen bei mir auf dem Kanal finden. So, mit diesen Worten darf ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche mir da viel Spaß mit dem George. Ne? Also, ist ein fescher Typ. Ich glaube, also, ich habe mir schon überlegt, ich hätte ihn tatsächlich gerne im echten Leben mal getroffen, weil ich finde, der sieht total freundlich aus und der sprüht doch irgendwie vor Lebensgeist, oder? Also das ist das, was mir dabei in Sinn kam. Deswegen, ja, George, vielleicht begegnen wir uns da irgendwo im Leben mal in echt. Wobei dieses Foto sehr alt ist und das ist ein Originalfoto, ne? Das ist keine KI oder sonst sowas, den Menschen hat es wirklich gegeben. Ja, mit diesen Worten, hab Dank fürs Zuschauen. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so von so einem George haltet. Überhaupt von einem Ideenjournal. Das muss ja nicht immer George heißen. Und alle, die George heißen, ich hoffe, dass ihr euch geehrt fühlt, den Namen, euren Namen auf so einem Buch zu sehen. Ja, ihr Lieben,
Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.